Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming Alaloy. Wir haben den Anführer der Banditen eliminiert, Leute. Somit können wir jetzt ein bisschen wieder einnehmen. Alle und die, sozusagen alle Rüstungen hier, die wir hier haben, können wir dann verkaufen bei den Händlern, alle bei den Schmieden und so. Genau, alle. Aber das Beste ist, Leute, wir haben den Anführer, Leute, eliminiert, den Anführer von Hans, Alter, das ist so abnormal. Dass man dann endlich die Gebiete befreit hin vom Hans, von den Banditen. Und das war jetzt gut, dass wir die Mo befreit haben, Leute, alle. Ja, das ist doch was. Geh mal durch, oder? Wir farmen erstmal die ganze Dinger mal weg. Hier irgendwo waren dort. Okay. Sieht so aus, dass sie doch nicht mehr sind. Okay, sag mal weiter. Alles in Ordnung. Aus dem Weg. Verflucht sei, wer sein Schwert vom Blute frei hält. Oh. Holla. Wo ist denn du? Patrouille auf nüchternen Markt. Grauenhaft. Oh, der Bericht vom Anführer, Alter. Und der Schmied hatten beide fürchterliches Pech. Nebelgruben. Komischer Name für ein Höhlensystem. Aber zuerst verkaufen wir unsere Sachen mal wieder, Leute. Schatz aus der Höhle geholt haben. So, so. Sternling Straggen aus dem Hause von und zu Arschkramp hat ins Gras gebissen. Möge er in Schmerz und Unfrieden ruhen. Du hast hier einen ordentlichen Nachlass verdient, Hexer. Straggen, der Name kommt mir bekannt vor. Ich bin ihm vor einer Weile begegnet. Wie bitte? Das muss ein ganz übler Halunke gewesen sein. Anständige Leute tragen diesen Namen nicht. Mit den übrigen Straggens kenne ich mich nicht aus, aber dieser Straggen war auf keinen Fall anständig. Er hat ein böses Ende gefunden. Zu Recht. Du hast den Bastard unter die Erde gebracht. Ich wusste es. Das haben Druiden für mich erledigt. Sie haben aber jetzt lebendig. Tun wir erstmal verkaufen. Oh, wie schön! Wie schön! Leute. Zeig mir doch mal dein Angriff. So, Leute, jetzt können wir mal kräftig wieder verkaufen, Leute. Immer wieder ein bisschen Geld. Aber leider mit.
Leider müssen wir auch Ding verkaufen, Leute, wieder. Kaufen. Die Dinger müssen wir jetzt auch noch kaufen, Leute. Weil wir brauchen Money, Leute. Und vielleicht das ist halt das große Problem, was wir haben, Leute. Weil wir sind ein bisschen im Geldmangel, Leute. Bis später. Das Eisen freut sich schon aufs Glühen. Dann hättest du halt was gegessen vorher. Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. So eine Kacke. Ah. Dann hättest du halt was gegessen vorher. Das ist schlimmer als der Tod. Bevor du dann nach dem Aufstehen. Bis selber schuld, Leute. Sorry Leute, dass wir jetzt halt Leute töten müssen und halt Hunde leider, Mann. Das war ein bisschen was. Aber hoffentlich haben sie, wenn wo sie wieder leben. Geht's ihnen wieder besser, Leute? Wenn sie dann wieder in Ruhe und Frieden leben können, Leute. Das ist dann das Wichtigste, Leute, wenn die mal wieder leben können, die in Ruhe dann. So Leute, aber ich jetzt sage, wir schlafen jetzt eine Stunde wieder wie immer. Speichern und können auch. Ah, jetzt können wir speichern, das ist gut, Leute. So Leute, jetzt suchen wir die letzte Schematafel, die es gibt, die drei letzten. Ah, Mist. Oh Mann, das ist jetzt schade, Leute. Das gekriegt, aber alle haben wir dann am Ende nicht, weil wir am Ende dann bisschen Fehler gemacht haben. Alle, aber wir haben den Anführer, Leute. Wir haben den Anführer. Wir sind Geralt der Befreier geworden, sozusagen. Und das ist ein Wunder, Leute, wenn man Befreier wird, Leute.
Aber jetzt müssen wir natürlich als Hexer, auch wenn wir jetzt Heldentaten haben, müssen wir die Heldentaten weitermachen, Leute. Nicht Pause machen, nicht in Rente gehen, weiterkämpfen. Und das ist wichtig. Einfach weiterkämpfen. Und einfach schön weiterkämpfen. Das ist wichtig so. Und dann haben wir, wenn wir dann die endlich haben, die Bären, nach den Bären und nach den Majoran-Tempels, haben wir noch die Mission noch. Oh Mann, die sind echt heftig, Leute. Echt heftig. Guck mal. Boah, Alter, das wäre jetzt heftig. Richtig heftig, Leute. Dass wir da jetzt so einen Kampf jetzt kriegen mit denen. Und es sind leider nicht wenige. Es sind viele von denen. Und das ist das große Problem, was wir haben. Es sind halt sau viele. Genau, Leute, so. Aber jetzt müssen wir echt aufpassen gegen die. Aber wenn wir die Bärendinger, wenn wir die Katzen jetzt auch noch fertig kriegen könnten, alle jetzt, dann hätten wir richtig schöne Vorteile, Leute. Schäme hätten wir alle fertig. Ich sollte mich umsehen.
Alle sind das viele Leute. Alter. Loyal. Ah, ich glaube, Leute, wir machen die Bärendinger mal später oder so. Die können wir immer noch suchen, Leute. Wenn wir ein bisschen stärker, machen wir wieder normale Missionen. Aber das nervt mich jetzt ein bisschen, Leute, mit denen. Dass wir vielleicht die Katzen vielleicht noch später machen oder wie es aussieht. Aber ich... Dass wir jetzt wieder mal normale Missionen machen, das ich sage, Leute, wäre halt gut. Dass wir den Bettler mal in Ruhe und Frieden bringen, das wäre ein Traum, wenn denn das schaffen könnten. Sozusagen, wenn wir den Bettler endlich in Frieden und Ruhe bringen können. Und dann sozusagen die anderen, die Schämen für den Katzen, dann später machen oder wie es aussieht. Aber jetzt die Sache, Leute. Wir machen jetzt wieder ein paar Hexeraufträge oder Nebenaufträge. Würde ich sagen, Leute. Ist mal schöner. Das können wir, ne? Den könnte man mal machen, Großwildjäger. Denn die Mission könnte man mal auch mal anfangen, Leute. So, Leute, ich jetzt sagen, wir machen jetzt wieder mal normale Missionen. Ich wollte eigentlich alle Schämen durchziehen, aber ja, durch die hat es mich ein bisschen genervt. Das steht dann so ewig dauern, glaube ich, Leute. Mach mal lieber End. Tu mal wieder ein paar normale Missionen machen. Und dann schauen wir mal vielleicht. Wir haben ja unsere Rüstung, haben wir ja schon. Die wir wollten, unsere Wolfsrüstung. Jetzt fehlt uns nur noch die Handschuhe, dafür brauchen wir leider noch ein bisschen mehr Geld. Aber deswegen fahren wir hier noch. So fahren wir dann noch Materialien, braucht man noch ein bisschen. Weil man einen Teil weiß ich gar nicht, wo man das herkriegen sollten. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Großwildjagd, Leute.
stimmt was ganz und gar nicht. Ja, da drin stimmt was ganz. Da stimmt was nicht, aber was? Was weiß ach nicht, was du nicht stimmen soll. Los, lauf! Mal gucken, was das für eine Großwildjagd ist. Bestimmt ein Monster oder so, Leute. Mein Händler. Hey, komm doch mal her! Bitte! Ich hab dich rufen hören. Willst du was von mir? Und ob? Wir haben mächtigen Ärger, die achtbeinige Sorte. Dann braucht ihr einen Besen, keinen Hexer. Du verstehst nicht. Die Biester sind riesig, wie Hunde, wie Schweine, schwarz und haarig, spinnen alles ein. Wir reden also nicht von Spinnen, sondern von Arachnomorphen. Nenn sie, wie du willst. Hauptsache, du machst sie nieder. Wir könnten in diesen Höhlen wunderbar Weinfässer lagern. Dann red mal aber erst mal über den Lohn. Okay. Das Wichtigste zuerst, reden wir über meine Belohnung. 170 müsste, glaube ich, passen. Ich wusste, dass wir uns einig werden. Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus, aber sie vermehren sich wie Kaninchen. Am besten packt man das Problem bei der Wurzel. Ich kümmere mich darum. Deine Arbeit ist sehr aufreibend, oder? Dann töten wir mal die ganzen Tiere. Drin. Oha, das war aber... Oh. Das war aber riesig. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld gekriegt. Gibt es was Neues? Alles erledigt. Bin reingegangen und habe aufgeräumt. Alter, noch 5 Punkte, Alter. Das ist aber heftig. Aber Leute, ich denke... So, Mittag. Euer Peter, Gaming Meter. Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.